Ein tiefes Durchatmen und es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir müssen wieder raus und sind im furchtbaren Krankenhaus. Ich will nicht. Es ist immer so furchtbar für mich, ins Spiel zu gehen. Gerade der Anfang immer. So, wenn man sich so ein bisschen warm gespielt hat, ist das immer noch so, naja, wie geht's dann noch so irgendwie? Auch wenn ich nicht weiß, wo ich die Energie her habe. Aber so ganz neu anfangen ist schon echt übel. So. Ach, ich hatte da noch nicht mal den Raum ausprobiert hier. Direkt geradeaus. Machen wir das mal. Ist eh kaputt. Okay. Und dann ging das hier aber links rein und da war aber nichts. Was ist denn mit der Tür hier im Flur? Kann man da hin? Abgeschlossen. Ach, die kann ich also aufmachen. Und die Fahrstühle, die gingen ja nicht, ne? Doch, der ging. Dann nehmen wir die doch mal. Dann nehmen wir doch mal den Fahrstuhl. Und gehen in Stockwerk 2. Und ich nehme an, da kommen die Krankenschwestern. Und ich hoffe, dass mein Elektroschocker das aushält. Ja, weil sonst geht mir die Muni langsam alle. Zweiter Stock, Krankenhaus. Hallo. Hallo. Okay. Hallo? Huch. Hä? Müssen wir mal zurechtfinden. Kaputt. Kaputt. Oh, die Kameraperspektiven sind ja wohl voll scheiße. Hallo? Unheimlich hier. Kaputt. Erschrecken mich da hinten gleich die Krankenschwestern oder? Warum ist hier von Stanley schon wieder was? Oh, wie kann das denn sein? Oh nee, du bist dir vielleicht noch nicht über deine eigenen Gefühle im Klaren, aber du spürst sie unbewusst. Und so versuchst du mir nahe zu kommen. Das ist eine Tugend, der Weg ins Paradies. Wenn die Tür verschlossen ist, öffne sie. Benutze das Kennwort für das Gefängnistor. Doktor, hab seinen Namen vergessen. Dieser Quacksalber jedenfalls hat es notiert und aufgehängt. Er sollte auch hier sein. Ich meine, vier Zahlen hätten reichen sollen, aber er hat weitergemacht. Warte nochmal, bitte. Was ist das vorletzte? Manchmal drücke ich gar nicht so oft und irgendwie überspringt es aber zweimal. Ist es nicht schade? Ich bin nicht da. Nervt dich das nicht? Ich sehne mich nach dir. Aber du bist so grausam. Aber ich will dich trotzdem, Heather. Stanley Coleman. Irgendwie kapiere ich es noch nicht. Abgeschlossen. Das heißt, die können wir noch aufschließen. Hier hängt eine getippte Notiz. Was soll das denn bedeuten? Die erste ist größer als die zweite. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist halb so groß wie die erste. Das sind die vier Zahlen. Oder was auch immer wir da rauskriegen sollen. Für den Code. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt. Drei sind nicht in der obersten Reihe. Zwei sind nicht in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Das muss ich mir auf jeden Fall noch aufschreiben. Abgeschlossen. Und hier kommt dann wahrscheinlich, ne? Genau. Hier müssen wir es eingeben. So sieht's aus hier. Dann diese Kackpuppe dabei, ey. Sagt sie da was zu? Ah, M. Stanley. Ekelhaft. Ja, immer dasselbe mit ihm. So ein Stanley. Stanley. Kaputt. 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 Offen. Hallo? Nagellackentferner. Oh, damit können wir doch bestimmt unten den Schlüssel holen. Parfüm. Sonst gibt's nichts Interessantes im Spind. Aber hier gibt's auf jeden Fall noch Schrotpatronen, die wir brauchen. Modemagazin interessiert mich jetzt nicht. Puh, heute bin ich wieder sehr angespannt beim Spielen. Der Spind ist fest geschlossen, den kriege ich wohl nicht auf. Der Spind ist fest geschlossen. Geschlossen. Okay, sonst noch was? Nee.
Oh, es ist so, als ob ich mich jeden Moment erschrecken würde. So, ich habe so Schiss davor. Geschlossen. Alle Spins ausprobiert irgendwie. Die gehen. Ja, ist hier wirklich nichts mehr. Was mit dem? Mano. Okay. Was hat es jetzt hier mit diesem Parfümkram auf sich? Das, dieses Zeug riecht etwas seltsam. Was ist, wenn ich das jetzt verwende? Ich habe da irgendwie so eine Erinnerung, dass die Monster dann irgendwie mehr mich riechen oder so. Und oder ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist oder ob sie sich dann fernhalten. Da ich es nicht weiß, traue ich mich irgendwie nicht. Damit entfernt man Nagellack. Ja, das, was die Frauenzimmer halt benutzen. Dann können wir damit ja nach unten gehen. Ja. Und ich denke, damit haben wir hier erstmal alles so durch, ne? Was hier überhaupt geht, weil alles andere ist verschlossen. Würde ich sagen, wir gehen erstmal nach unten. Und, das war da. Und hier um die Ecke. So. Und dann gehen wir nach unten. Und holen uns den Schlüssel. Unheimlich. Ich weiß gar nicht, wofür der Schlüssel ist, für welchen Stock, aber wir werden es ja erfahren. Und das mit dem Zahlencode, ja, müssen wir noch mal gucken. Wenn das so Zahlen sind von 1 bis 10 oder so, das weiß ich halt jetzt noch nicht so. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen ja, genau, wir müssen hier in C4. Dann drehe ich mal um und laufe bis zum Ende. Hoffentlich kommen jetzt nicht wieder neue Monster, neue Krankenschwestern. Hoffentlich sind die noch von damals tot. Also die sind auf jeden Fall noch tot. Ich weiß jetzt nicht, welcher Raum das war. Der letzte, okay. Machen wir, kriegen wir hin. C4. So, hier war das nämlich. Und dann können wir hier den Nagellackentferner hoffentlich benutzen. Jawohl. Ja, ich habe den Nagellackentferner benutzt. Ich habe einen Treppenhausschlüssel. Ach, wir können jetzt ins Treppenhaus. Das ist ja interessant, okay. Das heißt, wir können dann in Stockwerk 3. Ich habe das ja mit dem Fahrstuhl gar nicht ausprobiert gehabt. Also können wir den hier gar nicht. Nee, geht gar nicht. Was mit den anderen Türen? Gegen die? Und hier? Kann ich das hier benutzen? Kaputt. Nee, dann müssen wir ja zurück. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Nein. Warum sind neue da? Warum sind neue da? Shitte. Geh da rein. Ist mir egal. Aber ich werde sie töten müssen, weil ich kann hier speichern und. Scheiße. Voll Kacke. Oh nein, es geht auch noch sogar in den Keller. Das ist ja richtig Kacke. Okay. Nein. Zweiter Stock waren wir schon. Gehen wir mal in den dritten. Was war das? Hallo? Oh Gott. Und nach ganz oben geht auch noch. Was ist hier im dritten? Wir können sogar reingehen. Okay. Dritter Stock. Ich schaue mich um. Abgeschlossen. Noch ein Code? Bin ich jetzt auf der anderen Seite der Tür? Oder bin ich jetzt hier, wo ich schon war? Bin ich doof? War ich jetzt hier schon? Nein, ich war hier noch nicht. Special Treatment Room, was ist denn hier? Oh, das war damals noch nicht offen. Ich weiß es genau. Und Teil 2. Oh, ich bin hier überhaupt nicht gern. Da ist eine Notiz an der Wand. Strafe für Brutalität gegen Patienten. 12 Stunden Arrest im Spezialbehandlungszimmer. Entlassungsgrundsätze sind nicht mehr wirksam. Bei Fragen an den Chef wenden. Jemand hat etwas per Hand über den getippten Satz geschrieben. Der Trick ist, keine Spuren zu hinterlassen. Und noch was, es sieht aus, als hätte es eine andere Person geschrieben. Der Chef ist pervers. Für Christy wäre es besser gewesen, wenn man sie gefeuert hätte. Oh nein, hat der Chef irgendwas mit den Frauen gemacht? Hallo? Oh nein, offen. Kaputt. Was ist in der letzten Tür drinne?
Nein, Stanley, voll in so einer Gummizelle. Nein. Oh, ist das furchtbar. Ich krieg mich nicht ein. Frei fließend, dein ebenholzfarbenes Haar, dem Nachthimmel gleich, Düfte verströmend. Mein Herz trommelt fordernd in meiner Brust, wie ein Sturm spielst du mit ihm. Dein makelloser Blick, ein Fest, wenn du lächelst. Meine Gedanken aufgewirbelt, mein Atem wie Opium, es macht mich verrückt. Eric, ein großartiger Dichter, der meine Gefühle so wunderbar in Worte fasst. Dieser Ort hätte mir nichts ausmachen sollen, ich hätte nie durchdrehen sollen, aber es ist ein immenser Genuss, in meiner Liebe zu dir zu ertrinken. Aber warum willst du den Beweis meiner Liebe nicht akzeptieren? Sei es bloß nicht förmlich. Du und ich, wir existieren schließlich als Einheit. Was ich dir gebe, ist das Gleiche, das ich mir gebe. Stanley Coleman. Nein, ich will raus hier. Ich will raus hier. Raus, 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 raus. Und was ist in dem anderen? Was war? Okay. Nochmal. Nochmal. Nee. Stirb. Stirb endlich. Ich habe so oft draufgetreten und Mann, oh, so eine Scheiße. Nein. Kommt hier auf einmal so eine. Aber das ist doch bestimmt Christy. Wenn der Chef sie hier eingesperrt hat, dann haben wir doch die arme Christy gerade getötet. Oh, und die ist dann vielleicht auch eine kranke Schwester geworden oder so. Oh, wie furchtbar. Oh. Es wird immer schlimmer hier, ganz ehrlich. So, um die Ecke. War ja klar. Was ist hier? Oh, ich kann hier speichern. Das ist ja gut. Oh, und hier haben wir Belohnungen. Batterie für Elektroschocker, Gesundheitsdrink. Genau die Sachen. Große Auswahl, aber nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, macht nichts. Nein, aber Stanley war auch wieder hier. Nee. Was macht. Warum ist. Oh, wie so ein Geist, ey. Voll eklig. Heather, meine heiligste Liebe. Ich beobachte dich immer, gleichgültig, wo du bist oder was du auch tust. Ich habe dich nie aus den Augen verloren. Ich weiß, du fühlst dich äußerst einsam, doch mit einem winzigen Schlüssel zu dieser Tür werden diese Gefühle kein Hindernis mehr sein. Wir haben uns so lange nicht sehen können. Hab Geduld, nur noch kurze Zeit. Auch ich werde geduldig sein, obwohl ich mich danach sehne, dich in meinen Händen zu halten. Der Schlüssel ist hinter den Regalen in der Tiefgarage. Warum dort? Frag diesen Idioten von einem Doktor. Hier gibt's keinen, der ganz richtig ist im Kopf. Nicht nur hier im Krankenhaus, ich meine in ganz Silent Hill. Außer mir. Stanley Coleman. Wir sind alle verrückt hier, wir sind im Wunderland. In diesem Spind gibt es nur Putzmaterialien. Ach ja? Sicher? Okay. Nimm mal diese Puppen da. Nee, okay. Und das heißt, wir müssen in den Keller, ja? Bestimmt müssen wir in den Keller. Oh ja. Ganz sicher müssen wir in den Keller. Ich sehe das schon kommen. Und sie sagt gar nichts dazu. Bin sehr froh, dass ich speichern kann. Das heißt, ich muss gerade nicht unbedingt wieder zurück in den ersten Stock, wo schon wieder eine neue Krankenschwester rumlief. Die habe ich schön umgangen. Obwohl ich das nicht mag. Dass es so unsicher ist. Das mag ich eigentlich gar nicht. So, ich muss mal hier eben nach meinen Waffen gucken. Nee, das wollte ich gar nicht, aber das können wir auch mal. Nee, das ist okay, das ist okay. Bla bla, neu laden, das wollte ich auch mal machen. So, wo geht's jetzt hin? Ich war hier noch nicht da hinten um die Ecke. Muss immer vorsichtig sein, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Hier, Gerümpel. Was ist mit dem Raum? Ist der, geht der? Da ist schon. Die Türen sind auch alle blutig, ne? Ich hatte so keinen Bock, da jetzt reinzugehen zu müssen. Und der Fahrstuhl geht. Das ist ja auch mal gut zu wissen. Der Fahrstuhl geht. Der Fahrstuhl geht. Der Fahrstuhl, 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 Fahrstuhl. Wir sind doch im dritten Stock hier, oder wo sind wir? Wir sind nämlich schon hier. Was mache ich denn dann am besten? Mama, ich muss mal eben.
meine Karte gucken, was eigentlich am ehesten Sinn macht. Eigentlich gehen wir am besten in den Flur und gehen mal raus hier. Dann machen wir hier die Tür wieder auf, weil wenn wir hier gar nicht mehr weiterkommen, ja, dann gehen wir hier wieder raus. Wenn die Kamera sich ändert, darauf komme ich immer nicht klar. Da wollen wir lang. So. Die nächste, dann die hier. Und dann gehen wir. Wir müssen ja runter. Also ich will da ganz bestimmt nicht hin. Könnt ihr mir glauben. Wir können aber noch nach ganz oben. Da ganz oben waren wir auch noch nicht. Nee. Nimm es, Stanley. Nee. Ich würde das gar nicht mehr lesen, glaube ich. In echt. Ich bin auch gerne auf dem Dach. Da würde ich am liebsten fliegen. Du auch? Stanley Coleman. Nee. Jedenfalls nicht mit dir. Oh Gott, ich kann sogar rauf aufs Dach. Oh Gott. Weg hier. Ich weiß nicht, was hier noch so rumliegt, aber weg hier. Kann ich da rein? Nein. Gut, dann tschüssi. Ist Stanley ein Monster oder was? Arschloch Stanley, ey. Bin gerne auf dem Dach und führt mich da voll in die Irre. Arsch, Arsch, Arsch. Ja, ist gut. Geräusche, die von unten kommen. Ich weiß, ich bin auf dem Weg nach unten. Immer schön nach unten. Nach unten, nach unten. Oh oh. Oh. Was zur Hölle? Was ist hier los? Mein Gesichtsausdruck, ich guck gerade total schockiert, glaubt es mir, ich habe einen offenen Mund. Es ist ein Rollstuhl. Wo ist die Person, die ihn benutzt hat? Das ist voll unheimlich. Was ist jetzt? Pff, Maschinenpistole. Maschinenpistole, ja. Ja. Oh mein Gott. Was kommt bitte jetzt? Die Blutspur führt in den Aufzug. Einerseits will ich ihn einsehen, aber ich find's auch etwas gruselig. Dann lass es einfach bleiben. Was ist jetzt hier? Ich habe eine Maschinenpistole in der Hand. Das ist alles nur Ramschi, gibt's nichts wirklich Wichtiges. Da ist eine verdächtige Lücke zwischen Regal und Wand. Aber ich kann mich da nicht reinzwängen und ich kann das Regal unmöglich bewegen. Alles klar. Ja, war nett hier. Ich gehe dann mal wieder. Dem hinkligen Rollstuhl. Ja, es ist schön hier. Gut, alles klar. Gut. Waren das alle Türen hier? Oder, Ja? Gut. Also hier kann ich anscheinend nichts machen im Moment. Das heißt, wir müssen uns eigentlich als nächstes dem Code widmen. Und für die blöden Schrullen da draußen kann ich eigentlich auch das hier nehmen. Weil ich muss im ersten Stock die Krankenschwester mal eben tot machen, weil ich speichern möchte. Und wo bist du? Wo denn? Wo denn? Ja, komm her, du. Blöde. Kuh, du.
Noch mehr? Kranken? Kranken? Tussis? Nicht? War einfach nur so just for fun, ne? Einfach mal so random nochmal eine Krankenschwester reinhauen. Weil ich kann's ja ab. Mit mir kann man's ja machen. So, wir gehen wieder in unseren sicheren Raum. 20 Minuten habe ich mal wieder durchgehalten heute. Das ist ja mal sehr schön. Dann kann ich ja wieder friedlich bei meinem dreikreisigen Symbol speichern. Und als nächstes sehen wir uns dann vor der Tür im zweiten Stock wieder. Und dann versuchen wir mal den Code zu lösen. Oder so. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Muss ich mal eben schauen. Wir haben natürlich auch noch die Tür da hinten. Kann mir aber gar nicht vorstellen irgendwie, dass die offen ist. Das glaube ich nicht. Zweiter Stock ging auch nicht. Treppenhausschlüssel hatten wir gefunden. Wir hatten ja gar keinen anderen Schlüssel, meine ich. Dann haben wir noch 3F. Habe ich in 3F irgendwas übersehen? Eigentlich doch nicht. Und dann haben wir halt noch den Dachboden. Also das Dach. Da war doch aber auch nichts mehr. Wir haben halt eine Menge verschlossener Türen, die wir theoretisch eigentlich alle aufschließen müssten. Und ich frage mich, wie. Ich weiß nicht wie, aber wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann. Tschüss.